Guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Neue Aufnahmesession. Yay! Ja. Und heute ist mal ein Montag wieder mal. Also ja. Sonntag haben wir ja gestreamt. Es ist Montag, der 25. Ein Tag nach der Wahl. Da reden wir jetzt aber nicht drüber. Nein. Ja, neue Aufnahmesession. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Wir haben übrigens die Minibikes waren da. Also wir haben nicht in beiden Korb drin gehabt. Wir werden auf jeden Fall Schlösser einbauen, damit wir die besser orten können. Einer fehlt noch, ein Korb. Ich habe hart Hunger. Minus ein Grad. Das ist durch den Poncho. Oh, guten Tag. Poncho. Hier ist jemand. Okay. Der will. Oh, hier steht auch gerade einer auf. Oh, wie schön hier wieder mit Armbrust zumindest zu schießen. Mal wieder ein bisschen Damage zu machen, ne? Ja. Korb. Gib mir einen Korb. Schrei ich ja sonst nicht nach, aber erzähl ich gerne an. Ekelhaft. So, Sandwich hau ich raus, brauchen wir nicht. Das ist auch nix. Ich habe noch so viele Maiskörner drin. Wieso habe ich so viele Maiskörner? Wollte ich was anpflanzen? Ich weiß nicht, was ich tun wollte. Sieht so aus, ja. Brain Alkohol hau ich mir nicht rein. Ja, es ist doch nicht wahr. Was ist los? Lololo. Ich muss gerade erstmal reinkommen wieder. Das ist 7 Days to Die, ist das. Aufs Maul gekriegt. Ach, stimmt. Ja, das ist kaum zu glauben, aber danke. Ich habe mal Woodframes gemacht. Wir brauchen nämlich Händler. Mehr Händler. Wir haben die nicht markiert, ne? AK-47 Barrel in Grau. Ja, nimm mit. Nimm mit. Gib Geld. Ja, ja. Gib Geld. Okay. Da hat übrigens jemand gesagt, dass ich mit den Preisen falsch schaue. Sell Price steht nämlich hier oben rechts. Ich bin nur auf dem Base Price, habe ich immer geguckt. Und das ist aber anders. Nee, oben rechts ist der, ja. Habe ich einen Fehler gemacht. Und wenn du das Ding reparierst, was nicht sehr teuer ist, dann kriegst du, also gerade bei solchen Geschichten wie sowas, ja, da kriegst du richtig viel Geld raus. Kohle, Papier haben wir, glaube ich, genügend bei uns. Dann lasse ich den Rest da. Habe ich jetzt was? Ja, habe ich. Scheil mich. Ja, einige von euch haben ja, nachdem wir den Seed klargestellt haben, die Map so ein bisschen erforscht und haben auch schon festgestellt, dass es hier 5 Weapon Repair Kits, die lasse ich nicht da. Nee, nehmen wir mit. Stoff, da, Crane, da. Komm, geh mal rein, ne? Gas nehme ich mit, lasse ich hier. Haben festgestellt, dass hier doch einiges zu holen ist in der Map. Also, dass hier mehrere Städte anscheinend noch außen rum sind irgendwie. Nein. Also ist schon. Ja, ist generell. Also Random Gen haben sie soweit jetzt echt gut hinbekommen, muss ich sagen. Ja. Ich habe auch für mich ein bisschen gezockt und also wenn du erstmal eine Stadt hast, hast du die nächste meistens nicht sehr weit. Yeah, ja, 236. Das Bloodthrawn Kit brauchen wir nicht. Oh, doch. Für First Aid Kits. Für First Aid Kits, auf jeden Fall. Oh, okay. Nehmen wir mit. Ich dachte, früher war das Ding. Ich habe noch Platz, wenn du. Wir haben auch ein Körbchen dran. Du kannst auch jetzt ins Bike. Irgendjemand hat gesagt, das ist Körbchen, was in der Ecke steht, der Empty Shopping Basket, die können wir dann abbauen. Du kannst mal. Einfach mitnehmen. Nein, also den. Also, wenn der lootbar ist, kannst du ihn abbauen und wenn er leer ist, kannst du ihn mitnehmen. Ja, genau, dann habe ich ein Shopping Basket. Okay, warte. Dann lasse ich den Splint hier. Ne, ich schreibe den Stoff weg. Der gute Stoff. Nehme ich dir mit und pack den als Moped dran. Okay. Wir müssen noch langsam mal zurückfahren. Ja. Also wir haben 16 Zonen. Ja, was ist langsam? Also, ja. Also auf dem Bike sind wir ja eh unschlagbar. Und die Leute sagen immer wieder, stellt euch doch endlich mal eine Truhe hin. Das ist ja wohl nicht wahr. Nein, wir looten ja nur das, was wir brauchen erstmal. So, genau. Ein paar Sachen für Langzeit, sag ich mal. Also da kommt jemand. Ja, die ist die ganze Zeit schon hier am Rumflippen. Zum Beispiel Brass. Also Brass sollten wir immer mitnehmen, weil das ist... Das kannst du halt nirgendwo abbauen und das ist echt selten. Also nachher spielentscheidend sozusagen. Okay, für die Munition vor allem. Irgendwie flackern wir mir voll die Schatten. Also hier hinten ja, bei Richtung. Mir auch. Warum ist das auf einmal so? Warte mal, guck mal ganz kurz Video. Schatten. Scrap. Weg. Scrap. Shadow Distance near. Ich mach mal Shadow Distance off. Und die Dose schmeiß ich auch weg. Also man findet nachher so viel Öl. Also mit Shadow Distance off ist flackern weg. Okay. Ich probiere jetzt mal mit Shadow Distance. Hinter dir, Achtung! Ich würde dich retten, aber ich habe keine Ausdauer mehr. Okay. Der Böse. Wenn der die Hathmath-Klamotten hat, ja. Die geben so viel Geld, ist ja stinkereich mit.
Hat er nicht. Danke, Typ. Der Arsch. Wolltest du mich fressen? Hast du die Keule zum Spülen gekriegt? So, ein, zwei Motoren noch. Dann können wir auch mal langsam über Strom nachdenken. Mhm. Warte mal, ich pack gelernt, mal mein Minibike voll. Ja, schmeiß rein. Pass nur auf mit Motoren und so. Da kraucht jemand, sehe ich da hinten. Minibike Storage. Hier, dann packe ich doch mal alles hier rein. Das ist ganz schön viel Platz auf einmal in diesen Dingern. Das ist geil, ne? Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Oh, erstmal looten. Quatsch, die Federn brauche ich nicht da reinpacken. Das Gas, die Weapon Repair Kits. Du hast das Gas. Gasolin. Gas. Yes, Gas. Die Leute fragen ja auch immer, warum spielen wir das nicht in Deutsch? Das liegt einfach daran, wenn man Seven Days to Die von Anfang an in Englisch gespielt hat, dann ist man das einfach. Ist man das einfach gewohnt. Batterie, wunderbar. Und dann ist man das einfach gewohnt, dass man das hier. Was hat denn der dabei? Der hat eine Glasscheibe. Ist man es einfach gewohnt, dass man das hier in Englisch spielt und ich meine jetzt, das Spiel hat auch nicht so viel, oder? Nee, also ich werde es auch. Ich habe keinen Bock auf Deutsch. Bis zum Rest meines Lebens auf Deutsch spielen. Auf Deutsch? Ja, auf Englisch. Genau. In der letzten Folge oder in der letzten Aufnahmesession habe ich auch immer von gesprochen, dass die Server so geil laufen und habe da anscheinend Nitrado gesagt. Das ist natürlich völliger Quatsch. Früher hatte ich Nitrado, das lief nicht gut. Jetzt sind wir bei G-Portal. Da habt ihr auch einen Link in der Videobeschreibung nochmal als Hinweis, wo ihr 7% auf den Server kriegt. Das ist nicht, weil ich hier irgendwie dadurch Kohle absahnen würde, dass ich euch das erzähle, sondern es ist einfach nur für euch, dass ihr da ein bisschen, ne? Hm. Mietet. Sofort. Nein, das ist, bleibt jedem überlassen, aber sie laufen halt viel geiler. Wenn ihr einen performanten Server wollt, dann mietet da bei G-Portal. Nicht Nitrado. Ja. Ich sag nicht wieder Nitrado, ich hoffe, ich verwechsel mich sehr peinlich. Ich tank mal unsere Mobbets auf, dass wir gleich zurückfahren können. Mhm. So, ich hätte gern noch irgendwas. Boah, ich habe so viel Benzin. Ich hätte den Motor verloren? Nee, komm. Einen Motor hätte ich gern noch. Okay, ist voll. Ach, egal. Fahren wir? Warte mal, der Working Stiff Tools da vorne. Haben wir den schon gehabt? Danke. Nee, ich glaube, wir haben ja gar nichts gelootet. Wir sind einfach mal durchgefahren. Ja, dann lass doch mal ganz schnell so einen Speedrun machen. Okay, dann machen wir mal auf. Ganz fix da durchhüpfen. Ich hab null Pfeile, aber. Ist offen? Die jetzt schon. Hier ist auch. Das war's schon. Ich hab die Tür aufgeschlagen, aber. Links-Rechts-Kombination. Guck mal, ein Clawhammer. Na, Schatzi. Mit einem Schlag. Aua. Quatsch. Ich habe letztes Mal den Fehler gemacht, auf die Vending-Maschine einzusteigen. Probleme? Nö, nee, alles gut. Zur Not habe ich noch hier Kettensäge. Ich habe einen Kopfentferner. Wow. Hat sich erwischt? Oh gut, ja, aber ich bin stunt, nur es geht. Komm. Schade. Du frierst, Hasi. Ja, ich weiß, minus 1 Grad. Ja, weil ich nichts Anständiges anhab. Eine Axt, eine Iron Fire Axt. Die also, nimm das ein Motion Sensor. Yay! Hab ich das ist cool, die kannst du außen am Haus anbauen oder am Knast eher. Dann geht's Licht an. Nee, wenn einer durchrennt, du kannst auch ein Licht anschließen, glaube ich. Dann kannst du dann abschießen lassen. Aber wenn jemand durchrennt, dann kannst du einen Lautsprecher auch dran machen und dann hörst du halt so einen Alarm. Miep. Genau. Dann weißt du genau, wann die kommen. Oh, da waren irgendwelche Rezepte drin. SMG-Schematik und Armor haben wir alles schon. Ja, wenn du nicht brauchst, scrap die direkt. Die Rezepte? Ich dachte, wir verkaufen sie. Ja, kannst du scrappen. Ja? Was wunderbar verkauft werden kann, sind diese Black Puffer Codes, oder wie die heißen. Ach, 147 Dollar, naja, das geht ja noch. So. Haben wir alles? Ne, hier hinten noch. Bam, Headshot. Achtung hinter dir. Sag mal. Was? Mit einem Schlag erwischt? War der im Mund. Ja. Hat wieder Powerarme gehabt, weißt du? Boah, ich. Das ist unglaublich, wie oft ich hier sterbe. Räche mich! Ja, ich bin dabei. Oh, ich hab dich gerecht. Shitty. Du bist jetzt daheim, wa? Noch nicht. Gleich wahrscheinlich, ja. Fuck. Ja, da müssen wir aber gleich nochmal los, weil
Also ich kann das Wichtigste von dir mitnehmen. Ja, pack nur das Bike ein. Ah, ich habe im Korb hinten was reingepackt. Wir brauchen noch ein Ersatzbike. Ich habe einen Motor. Kann ich das? Kann ich den Korb? Kann ich den Korb? Und die Korb? Mechanical Parts 9 Stück. Scrap. Hübsch hier. Scrap. Kann ich die Holzleiter weg? Jetzt habe ich doch die Farbe mitgenommen. Wie weit ist denn das? So, nochmal. Kann ich das Minibike auseinanderbauen und gut, dann lasse ich den Rucksack hier, den holen wir dann gleich. Kannst du auseinanderbauen? Ey, hi. Nur den Korb vorher leer machen. Ach so, ja, shit. Dann nehme ich das hier. Nee. Immer zum Prügeln. Ein Geier. Auch was schön. Scheiße, okay, dann packe ich die ein. Was, den Korb? Boah, leck mich doch. Kann unter Druck nicht arbeiten, den ganzen Sprit lasse ich hier. Was denn für ein Druck? Batterie, Motor, Eisen nehme ich mit, die Gläser, Plaste und Leder nehme ich mit. Den Sprit lasse ich hier, das ist ja wohl Quatsch, den mitzunehmen. Ja, ja, klar. Die Gläser haue ich weg, komm. Dann nehme ich doch den Sprit mit und das haue ich raus. Da. Oh, ich krieg nochmal die Krise hier. Öffnen. So, ich brauche jetzt Platz, um irgendwas mitzunehmen. Die Gläser. Ich komme dir schon mal entgegengelaufen. Also kommst du mir entgegen? Ja. Papier, 15 Papier haue ich weg. Dann tanke ich die nach. Boah, haben wir noch viele Autos hier. Hier scheint. Oh, hi Lady. Ich glaube, ich setze hier eine Kiste hin und packe ein bisschen Material in die Kiste. Okay. Oder, warte mal, verschimmelte Kram. Ich gehe mal kurz durch. Die Stone können wir hier lassen. Die Nägel kann ich scrappen. Die Woodframes kann ich weglassen. Sind zwar 72, aber scheiß drauf. So, jetzt baue ich die Karre nämlich mal auseinander. Da. Ich fliege jetzt mal kurz beim Händler vorbei. Der liegt so quasi auf dem Weg und guck mal wegen Orga-Geschichten. Und Blade bräuchte man, glaube ich, und Parts. Den Rest können wir basteln. So. Bin ich in der Richtung voll? Jetzt brauche ich nur noch den Rahmen. Habe ich hier irgendwo noch Platz? Verdammt, Weapon Repair Kits. Sehe bestimmt. Ah, hier Geld stackt. Dann muss ich nur noch einen Rahmen mitnehmen. It's all about the money. So. Geh mal weg, Kerl. Ich muss da wegfahren. Yeah, what do you want? So. Öffnen. Oh, der refresht morgen. Alles klar. Also ich habe alles, den Rest lasse ich jetzt hier. Okay, cool. Und mal den loote ich noch durch. Vielleicht ist da noch was drin. Der Rest hat auch nämlich nur Sprit drin. So, ich komme dir entgegen. Oh, das ist gezuppel. Da in die Richtung. Okay. Er hat nichts Super. Gutes. Aber der refresht morgen. Refresht morgen. Das ist gut. Haben wir nicht noch einen zweiten Händler hier? Ich. Oh. Ja gut, wir hatten auf jeden Fall zwei. Den einen von mir. Den einen von dir. War das nicht eine Altenwelt? Nee, ne? Auch möglich. Ich muss jetzt um den See rumfahren, gell? So war das doch hier. Safe Waypoint. Hab ich den jetzt? Ich fahr jetzt mal straight zu dir, aber hier ist ein See. Okay. Shit, wo ging's denn rüber? Da ist ein See, wenn du es ein bisschen nach Norden fährst. Oder sieht das nur so aus? Nee, der baut nur das Gras so langsam auf. Hier ist eine Stadt, alles klar. 2036. Alles gut. Hast du über so ein Wildschwein gefahren? Wildunfall hätten wir wieder anzeigen müssen, die ganze Schreibe dabei. Ich finde das so blöd, dass das nicht mehr geht, dass du die platt machen kannst. Mit dem Bike. Dass es keinen Roadkill gibt, meinst du? Ja. Okay. Ich habe schon mal ein Schloss. Das ist gut. Können wir dann gleich einbauen, dann sehen wir wenigstens das Moped Hello, wieder. Hallo, Tante. Hallo, Mutter. Genau. Headshot. 2047, ich glaube, den Rucksack holen wir dann am nächsten Tag. Nö, ich hole den eben. Okay. Das geht.
Obwohl, wenn du auf dem Moped unterwegs bist, hast du eigentlich auch bei Zombies gar nicht... Boah, ich bin voll über ein Auto rübergesprungen. Colt Sievers. Ding, 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 ding. 2,50 Meter gelaufen hier in die Taschen schon wieder rappelvoll. Also ich habe auch, ich bin auf Anschlag. Ich habe gerade das Moped dabei. Yay, okay. Du bist ja schon. Warte. Vor allem du rennst. So. So, warte. Warte mal, da schon mal Einhändler. Wie sieht der aus? So. Warte, nimm doch mal ein Moped. Nimm dein Moped, mein Moped und fahr, hol dein Zeug holen. Und wir bauen erstmal in Ruhe auf. Ach scheiße, ich habe keinen Sprit dabei. Das wäre blöd gewesen. Nee. Ich habe nicht einen, ein Kanister dabei. Vier Fässer, vielleicht kann ich die klein machen. Ja genau, dann wandel mal eins um und ich baue derweil... Alle. Build the bike. Hier Batterie, 260er Batterie. Was fehlt noch? Die Gabel fehlt noch und die Reifen fehlen noch. Oh, ja. Echt gutes Zeug, ne? Silver Nugget. Fehlt nur noch ein Schloss. Warte mal, die AK-Parts, die repariere ich mal eben. Kannst du eigentlich direkt verticken. Hast du jetzt das war fast schon umgewandelt? Ja, ich habe schon Sprit, ja. Brauchst du Sprit? Nee, hinter dir. Lad den hinter dir voll, da, ja. Den voll tanken. Sauber. Schloss rein. Gut. So, ich habe. Kannst du beim Händler vorbei den ganzen Kram verkaufen? Hier ist Silber. Der macht gleich zu. Schnell, schnell. Der ist direkt um die Ecke. Schaffe ich aber nicht. Halbe Stunde. Also wirft er mich da wieder kurz voraus. Boah, was hier an Autos rumsteht. Super. So. Ist auch nochmal Körbchen, habe ich ja dran. Dann schmeiße ich schon mal rein. Der macht jetzt zu. Der hat gerade die Durchsage gemacht, dass er zumacht. Echt? Ja. Viel zu früh. Geh ich nicht ran. Ja, ich fahre zurück. Das machen wir am nächsten Tag. Wir machen eh noch, wir müssen mal eine Händlerkiste machen. Du hast ja auch noch Stuff da liegen. Ja. Das macht der gerade eine Durchsage. Schön, dass Sie gerade angekommen sind, aber wir schließen jetzt gleich. Genau. Vielen Dank. Gehen Sie bitte. Ich möchte Sie nicht mehr bedienen. Oh. Hier ist auch noch ein Kornfeld. Ist ja super. Moment, haben wir jetzt schon im Knast gewohnt? Ne, wir haben noch drüben, oder? Ja, so wir wohnen drüben. Noch nicht. Wir wohnen drüben. Der Knast, wir noch drüben. Knast wird noch gebaut. Knast ist noch im Ausbau, genau. So, ich parke mein Bike wieder vorne zwischen dem und der Überdachung, weil sonst ist die Sitzbank schon aufgerissen, ist dann auch nicht so schön. Wird nass. So, ich gucke jetzt, dass ich das mitnehme, was ja gut, ich habe noch Stuff in dem Moped drin. Ja, können wir nach und nach eben jetzt hochpacken. Genau. Ich würde gerne eine Rampe bauen in den Knast rein, in die wir mit dem Moped reinfahren können. So reinhüpfen, ne? Ja, ist gut. War ich drin, ja, ne? Bitte? Bin ich drin gestorben, ich glaube, ne? Du bist im Laden gestorben, ja. Mhm. So, oh Gott. Ja, dann... Ordnung hatten wir ja noch nicht, gell? Aber wo? Ach, hinten drin, genau. Ordnung hat man nicht wirklich, komm, ich jetzt mal rein. Nee, noch nicht. Noch nicht. Werden wir jemals haben? Weiß man nicht. Werden wir haben, ja. Dem alle deabonniert haben wegen der Ordnung da. Ach, herrlich. Das blutet ja, ne? Oh, wir haben Licht. Ja, ja, ja. Nee, warte mal, das ist Quatsch. Mir ist ein bisschen unheimlich gerade. Ja, vor allem bist du mitten in der Nacht unterwegs. In der City. In the Big Bad City. So, Pickbacks kann ich doch kombinieren, hat jemand gesagt. Aber es geht nur bis Level. Wir probieren es einfach mal aus. 280. Der sagt dir Bescheid nachher. Moment, das eine ist ein Iron, das andere ist ein Iron. Achso, die kannst du gar nicht mehr kombinieren. Okay. Das geht nicht mehr. Oder müssen die gleichwertig sein? Nee. Bis Item 125 schreibt er nämlich unten. Ah. Bis 125 darfst du kombinieren, danach du raus. 125, ne? Komisch. Mhm. Steht unten. Also ich habe eben reingezogen und hat er gesagt, na. Okay. Achso, wir haben hier eine Händlerkiste. Ne, wir haben nicht wirklich Ordnung. Okay, naja.
Ich würde sagen, wir machen eine wieder für Essen. Also haben wir ja schon. Dann eine für Waffen, eine für gemischtes Zeug, eine Händlerkiste. Ach, siehst du, ich wollte drüben im Knast, wollte ich ein Beet anlegen. Das war die Geschichte. Deswegen hatte ich auch eben eine Guarding Horn und so weiter noch da drin. Oh, hier ist auch noch ein fettes Militärcamp. Oh. Ich habe vollen Hunger. Ich bin auf Null. Den knurrt er hier die ganze Zeit rum. Haben wir überhaupt noch was zu essen? Auch so ein bisschen mau, ne? Echt? Ja. Das ist ein bisschen wenig Tiere. Ich würde jetzt mal Potatoes grillen, ne? Ja. Ja, Mais können wir halt machen. Ich guck mal, wenn ich am Maisfeld vorbeikomme, nehme ich was mit. So kann ich keine Baked Potato machen. Cooking Grill required. Das, wir haben keinen Cooking Grill? Was? Hier ist einer drin, zumindest. Das hat mich jetzt aber hart irritiert. Hä? Ich bin jetzt irgendwie völlig raus. Wir haben so viele verschiedene Spielstände. So, ich grill jetzt. Ja, weißt du, wo ich noch geistig bin? Daheim im Bett? Bei gestern. Nee. Bei gestern. Einmal das und zweitens mal noch in unserer alten Base war ich eben kurzfristig. Ah, ja, ja, okay, verstehe. Ach, Jesus. Achtung, Hubschrauber. Ja, Maisbrot ist der heiße Scheiß. Also ich denke, Maisbrot geht ist, gut, ja. wo wir uns drauf fixieren sollten, weil alles andere anzupflanzen macht keinen Sinn. Es ist zwar schön, auch mal irgendwie, weißt du, was abwechslungsreich zu essen, aber Maisbrot ist halt am effektivsten. Und ich würde mal sagen, ich habe völlig die Zeit vergessen. Stimmt. Wir haben auf die Uhr geguckt, 21 Minuten. Ach du Scheiße. So Ach drin. Du Scheiße. Oh nein, es gibt Abzug bei der nächsten Folge. Abbruch. Die nächste Folge wird nur 10 Minuten lang. Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Achso, warte mal, hier, wir brauchen noch ein Wörtchen. Was nehmen wir denn? Ah, richtig. Maisbrot. Hashtag Maisbrot. Maisbrot. Hashtag Maisbrot bitte in die Kommentare. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.